Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, Sie im Namen des Berufsverbandes der jordanischen Ärztinnen und Ärzte, JODEP, zu unserem heutigen Webinar begrüßen zu dürfen. Ich bin Dr. Balkis Attaraki, Vertreterin des Berufsverbandes in Jordanien. Wir werden heute unsere Webinarreihe fortsetzen und uns mit dem Thema Intensivmedizin in Deutschland beschäftigen. Wir möchten noch unsere offiziellen Gäste des heutigen Webinars begrüßen: die Syrische Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland, SYGAD, das Deutsche Palästinensische Ärzteforum, PALMED. Dieses Webinar wird in zwei Teile eingeteilt. Der erste Teil wird sich mit der Rolle der Intensivmedizin in Deutschland während der Zeit von Covid-19 befassen. Im zweiten Teil werden wir eine Diskussion mit unserem Gast, Dr. Albert Johannes Gehle, führen. Noch ein Hinweis für unsere Zuschauer: dieses Webinar wird später übersetzt und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Dies bringt uns direkt weiter zu unserem heutigen Ehrensprecher, Dr. Gehle. Ich begrüße Sie recht herzlich und bedanke mich für Ihre Teilnahme. Sie werden uns heute darüber berichten, wie sich die Intensivmedizin in Deutschland über die Zeit entwickelt und sich die Fachdisziplin während der Corona-Krise besonders bewährt hat. Herr Präsident, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich müsste einmal, ja genau, mein Bildschirm freigeben. Eine Sekunde. Dann haben wir das sofort. Okay. Ich hoffe jetzt, das können alle sehen. Ja, wir können es sehen. Gut. Als allererstes finde ich es immer gut, dass man weiß, mit wem man redet. Ich bin, und deswegen ist es in Rot geschrieben, vor allen Dingen Facharzt für Anästhesiologie und habe einen zweiten Facharzt Innere Medizin und trage auch die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin und bin Leiter des Intensivmedizinischen Departments am Bethmannsthal in Gelsenkirchen-Buer zusammen mit einem Kollegen. Das ist sozusagen eigentlich mein Arztjob. Parallel bin ich berufspolitisch engagiert und als berufspolitischer Mensch bin ich Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe und als gewerkschaftlicher Mensch bin ich erster Vorsitzender des Marburger Bundes in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ich habe gedacht, vielleicht ist das für die Kolleginnen und Kollegen auch mal wichtig zu sehen, wie die Ärzte aus Jordanien bei uns in Westfalen-Lippe ankommen. Mehr kann ich das nicht zu sagen. Wir haben in Westfalen über 48.000 Ärzte. Wir haben einen Zuwanderungsgrad von fast 50% bei den jungen Kolleginnen und Kollegen in den letzten 2 Jahren. Und darunter sind 308 Kolleginnen und Kollegen aus Jordanien, die noch die jordanische Staatsbürgerschaft tragen. Das heißt, Menschen, die aufgrund der Unmöglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft haben, die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen würden, hierunter nicht mehr geführt. Man sieht, dass die deutlichste Zahl an Kolleginnen und Kollegen, also jünger als 40, ist. Und dafür bin ich auch dankbar. Uns hilft die Versorgung in Westfalen-Lippe aufrechtzuerhalten. Was machen diese Kolleginnen und Kollegen? Und das ist dann schon erstaunlich, doch dass viele, die eine Facharztanerkennung haben, sich vor allen Dingen eben in chirurgischen Gebieten tummeln und das Fachgebiet der Anästhesie, was ja der Intensivmedizin am nächsten kommt, eher etwas ist, was sie nicht ausüben. Ein Teil dieser Kolleginnen und Kollegen haben mittlerweile, ich will es mal so sagen, auch Karriere gemacht. Da sind ja auch einige dabei. Das heißt, wir haben auch genauso wie bei unseren deutschen Kollegen eben einen Anteil an Oberärztinnen und Oberärzten. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die in eigener Praxis tätig sind. Und es gibt auch schon ältere Kollegen, die im Ruhestand sind. Aber vor allen Dingen muss man eben sagen, wenn man in Deutschland arbeitet als Arzt aus Jordanien, hat man alle Möglichkeiten und alle Möglichkeiten zu nutzen. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Sprachfähigkeit, die die meisten Ärzte aus Jordanien mitbringen, sehr, sehr gut ist. Und das ist etwas, was wir auch in Deutschland immer wieder erleben. Also die Kolleginnen und Kollegen kommen gut vorbereitet. Gut, die Intensivmedizin ist ein komplexer Vorgang und so ein bisschen steht das ja auch unter dem Fokus Covid. Man kann eigentlich sagen, dass als Covid ausbrach, es für uns alle erstmal genauso chaotisch war, wie wir auf diesem Bild sehen. Egal, was wir getan haben, die Menschen sind uns gestorben. Also von den Menschen, die in Deutschland auf Intensivstationen aufgenommen worden sind, ist roundabout jeder Zweite gestorben, trotz aller Therapie. Ob wir es versucht haben mit Medikamenten, Remdesivir, mit Antikörpern, die im Ende nicht gewirkt haben. Wir haben eigentlich nur die Patienten begleiten können, bis zu ECMO, wenn es sein musste.
und im Prinzip dann die Sekundärerkrankungen, also die sekundären Pneumonien, geheilt. Wir haben Patienten auf den Intensivstationen liegen, die über Monate da gelegen haben, auch jetzt noch zum Teil. Also der letzte Patient, der von meiner Intensivstation entlassen wird, der wird wahrscheinlich nächste Woche auf eine Normalstation gehen. Und völlig unabhängig von dem Begriff Long-Covid ist alleine die Therapiebehandlungsdauer sehr, sehr lang. Dieses Krankheitsbild erschüttert mich als alten, erfahrenen Intensivmediziner immer wieder, weil auch nach Monaten dann doch eine gewisse Besserung da ist. Allerdings die Menschen eigentlich mit einer hoch eingeschränkten Lungenfunktion nach der intensivmedizinischen Behandlung überleben und wir eigentlich auch noch keinen richtigen Impact dafür haben. Die Intensivmedizin in Deutschland ist eng verknüpft wie auf der ganzen Welt mit der Geschichte der Poliomyelitis. Ich habe hier das Bild einer eisernen Lunge und die Patientin, die da liegt, ist im Jahre 2009 verstorben. Das war Martha Mason, die über 60 Jahre in einer sogenannten eisernen Lunge gelegen hat. Die eisernen Lungen sind vor 1900 entwickelt worden, teilweise in Berlin. Und es hat viele Menschen gegeben, die Wahl hatten, sich in eine solche Lunge zu begeben oder aber zu sterben, weil es keine andere Form der Beatmung gab. Erst die Poliomyelitis-Epidemie in Dänemark hat bei Herrn Ibsen ein Umdenken hervorgerufen. Er musste an einem Tag 50 Kinder mit Atemlähmung bei Poliomyelitis behandeln und hatte aber nur eine einzige eiserne Lunge. Da fiel ihm ein, dass er als Anästhesist in Amerika gelernt hatte, Lungen-Luftröhrenschnitte durchzuführen und hat dann quasi mit einer Tracheotomie etwa 1500 Krankenschwestern, Studenten und Studentinnen der Medizin genommen, die quasi Tag und Nacht an diesem Bett der Kinder gesessen haben und über diesen Beutel sie beatmet haben. Die Entwicklung dann von Beatmungsmaschinen, die ja die Intensivmedizin in dem heutigen Sinne erst möglich gemacht hat, ist dann quasi von der Firma Engström in Dänemark angetrieben worden und die Firma Dräger, die wir auch alle kennen, ich will jetzt keine Werbung für die Firmen machen, aber damit man sieht, wie die Entwicklung ist, die vorher eiserne Lungen gebaut hat, hat dann auch umgeswitcht und Beatmungsmaschinen gebaut. Das heißt, eigentlich ist ohne diese Poliomyelitis die moderne Medizin gar nicht denkbar. Die Analogie zu heute ist, dass seit Corona das Wort extrakorporale CO2-Elimination quasi in jeder Munde ist und uns natürlich viele Angehörigen fragen, warum wir diese Methode nicht anwenden, um Patienten zu retten. Und genau wie damals ist es so, wenige überleben, also wie Martha Mason, eine solche invasive Therapie. Auch früher in der eisernen Lunge sind die Menschen nach 2 Jahren gestorben. Und bei Poliomyelitis ist es ja eben so, dass es in einer gewissen Art und Weise wieder ausheilen kann, also eine Eigenatmung dasteht. Bei Menschen, die andere Erkrankungen haben, ist das sicherlich kein dauerhaftes Überleben. Aber wir werden immer wieder damit konfrontiert, dass der Glaube da ist, dass wir als Intensivmediziner wirklich alles heilen können. Die Entwicklung in Deutschland ist, wie gesagt, eng damit verknüpft. Es gab seit dem Krimkrieg, also 1800 und, chirurgische Wachstationen. 1953 wurde die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin gegründet und wenige Wochen später wurde der erste Facharzt für Anästhesie geprüft. Im Saarland war das. Das hat trotzdem noch bis in die 70er Jahre hinein gedauert, bis die Anästhesie als solches ein eigenes Fachgebiet geworden ist. Und bei der Intensivmedizin im Prinzip ist es noch viel, viel länger gewesen. Die Konstituierung der Intensivmedizin in Deutschland ist quasi mit dem Namen der DIVI, also der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin, verknüpft, die sich 1977 gebildet hat aus den Gesellschaften der Anästhesie und Intensivmedizin, der Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und den pädiatrischen und neonatologischen Intensivgesellschaften. Und damit ist quasi die Intensivmedizin in Deutschland, aber parallel eigentlich auch weltweit erst hoffähig geworden. Wie sind wir durch Corona gekommen und warum sagen alle, wir sind in Deutschland relativ gut durch Corona gekommen? Da muss man auf die Zahl der Intensivbetten pro 100.000 Einwohner schauen. Und da sieht man auf der einen Seite, dass Deutschland auf dieser Statistik hinter Amerika gestanden hätte. Wenn man aber die gleiche OECD-Statistik einer anderen Quelle liest, dann sieht man, dass Deutschland anscheinend die meisten Betten intensivmedizinisch
im OECD-Vergleich hatte, auch noch vor den USA. Man sieht auf der einen Seite das, was ja kritisiert wird weltweit, dass es eine Unsicherheit darüber gibt, wo ist ein Intensivbett, ist es frei, ist es nicht frei, kann ich es belegen, habe ich Personal dafür oder habe ich nicht dafür, was ist ein Intensivbett überhaupt, was muss man leisten können, wenn man Intensivmedizin macht. Aus meiner Sicht war es wirklich segensreich, dass die deutschen Intensivmediziner, in Deutschland quasi Intensivbetten in jedem Krankenhaus vorgehalten werden. Das heißt, es hat nicht zu einem Überfluten von Intensivstationen der großen Kliniken geführt, der Uniklinika und andere, weil man im Prinzip dort ECMO-Patienten und Schwerstkranke behandeln konnte, während Patienten, die normal waren oder aber die auch keine Chance auf Überleben hatten, auf den normalen Intensivstationen behandelt werden konnten. Darüber hinaus muss man sagen, es ist anders als in vielen anderen Ländern, ist ja so, dass wir in Deutschland auch ein ambulantes Facharztsystem haben, sodass viele Patienten, die in anderen Ländern die Krankenhäuser wie in Norditalien zum Beispiel überflutet haben, ja, dass die gar nicht bis zu uns durchgedrungen sind in den Krankenhäusern, weil die vorher ambulant behandelt worden sind, solange es sich das machen ließ. Bedauerlicherweise sind dabei auch einige Patienten gestorben, weil zu Covid gehört ja, dass man die Missempfindung, die man normalerweise, wenn man eine niedrige Sauerstoffsättigung nicht hat, eben nicht so ausgeprägt hatte, sodass es manchmal dazu gekommen ist, dass die Patienten relativ spät oder eben gar nicht gekommen sind. Insgesamt bleibt diese Erkrankung, wenn sie dann ausgeprägt auftritt, eine schwer tödliche Erkrankung, zu der wir aus meiner Sicht bisher noch kaum vernünftige Behandlungsmethoden haben. Der Facharzt Intensivmedizin ist weltweit eine Seltenheit. Das heißt, es gibt ihn im englischen Königreich etwa seit 5 oder 6 Jahren. Er ist relativ neu, kann zusätzlich erworben werden zur Anästhesie und auch zur inneren Medizin und auch zur sogenannten Notfallmedizin. Es gibt ihn schon länger in Australien und es gibt ihn auch schon etwas länger in der Schweiz. In den anderen europäischen Ländern ist es in der Regel so, dass wir den alten Anästhesiologie, Facharztanästhesiologie und Intensivmedizin haben, so wie er in Deutschland eben bis tief in die 90er Jahre hinein auch gegeben hat. Und damit die Intensivmedizin eigentlich, könnte man fast sagen, in anästhesiologischer Hand gewesen ist. Es gab aber immer daneben bei eine internistische Intensivmedizin, die sich oft eher internistische Wachstation, Überwachungsstation oder auch kardiologische Überwachungsstation geheißen hat, sodass man sagen muss, dass eigentlich es folgerichtig gewesen ist, dass wir uns weiterentwickelt haben in Deutschland. Und das haben wir dann in den 70er Jahren, indem wir die Zusatzweiterbildung bzw. vorher die Spezifizierung Intensivmedizin geschaffen haben. Das ist häufig so, dass es eben innerhalb der Fachärzte ein Training Intensivmedizin gibt, so auch ja bei uns in der Weiterbildungsordnung für die Fächer Innere, Pädiatrie, Anästhesie und Notfallmedizin. Und wir das weiterentwickeln dann zur sogenannten Zusatzweiterbildung, früher halt zur speziellen Intensivmedizin. Man sieht deutlich, dass wir im Jahr allein in Westfalen-Lippe circa 100 Intensivmediziner weiterbilden. Und da gibt es eine Spitze 2018. Das heißt, jetzt hat die Politik erkannt, 2017, dass wenn man aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung in Krankenhäusern abrechnen will, dass man unbedingt jemanden braucht, der die Zusatzweiterbildung hat. Vorher hatte man von dieser Zusatzweiterbildung wenig. Das heißt, jetzt dazu geführt, dass Kollegen, die lange Jahre auf Intensivstationen arbeiten, dann in den Jahren 2018, 2019 noch mehr die Zusatzweiterbildung dann erworben haben. Die Weiterbildung Intensivmedizin in Deutschland gliedert sich eben einmal in die 6 beziehungsweise in Anästhesie 12 Monate innerhalb des Fachgebietes, wo man die grundlegenden Techniken für das der Intensivmedizin miterwerben kann. Und dann müssen zusätzlich innerhalb von 18 Monaten die spezifischen Krankheitsbilder Intensivmedizin erworben werden, um sozusagen die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin zu machen. Das heißt, außer für die Anästhesisten, da gibt es auch Unterschiede zwischen einzelnen Landesärztekammern, müssen alle insgesamt 24 Monate Intensivmedizin gemacht haben, um die Zusatzweiterbildung zu erwerben. 6 Monate im Facharzt, 18 Monate danach. Bei den Anästhesisten ist es so, dass die Kammer Nordrhein und die Kammer Westfalen-Lippe die 12 Monate im Fachgebiet auf die anerkennt und es nur zusätzlich 12 Monate sein müssen. Es gibt da viele Landesärztekammern, die das anders umgesetzt haben, weil dort die Anästhesisten gesagt haben, das ist so wichtig, dass wir das vernünftig machen, sodass man dann insgesamt eigentlich zusätzlich zum Facharzt zwar 18 Monate und damit 30 Monate für die Zusatzweiterbildung braucht. Wir haben also
sechs Monate, so wie ich das gerade gesagt habe, in den Fächern Innere Medizin, Chirurgie, Thoraxchirurgie, Neurochirurgie, Kinder- und Jugendmedizin und Neurologie. Und das sind auch die Fächer, wo man die Zusatzweiterbildung erwerben kann und 12 Monate im Fachgebiet Anästhesiologie. In den Fachärzten drin heißt es nach der Weiterbildungsordnung, dass akute Notfälle erworben werden müssen, man atemunterstützende Maßnahmen und zentralvenöse Zugänge machen muss. In dem Facharzt für Anästhesiologie ist es differenzierter, das sind auch 12 Monate, sodass auch Beatmungsentwöhnung, Wöhnung, Tracheo- und Bronchoskopien Voraussetzungen für den Facharzt sind. In der Zusatzweiterbildung in Deutschland unterscheiden wir dann zwischen gemeinsamen Inhalten, also die jeder der Intensivmedizin machen muss, ob er jetzt Anästhesist, Internist, Neurochirurg, Neurologe ist, und spezifischen Inhalten, die man dann für das Fachgebiet zusätzlich erwerben muss. Zum Beispiel in der inneren Medizin die transvenöse Schrittmachertherapie, die für den Anästhesisten nicht Voraussetzung für den Erwerb der Zusatzweiterbildung ist, oder in der Neurochirurgie, da kann der Kollege Kallet ja was zu erzählen, die Überwachung und den interkraniellen Druck, die zerebrale Perfusion, sodass neben dem, was jeder Intensivmediziner können muss, fachspezifische Inhalte da bleiben. Ob das so bleiben wird, das wage ich, glaube ich, zu bezweifeln. Ich glaube, dass wir einen Schritt weitergehen werden, dass man die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin fachübergreifend ausgestalten wird, weil wir in Deutschland ja mittlerweile viele interdisziplinäre Intensivstationen haben, wo ein Arzt eben in der Lage sein muss, die entsprechenden Patienten aus den unterschiedlichen Fachgebieten zu behandeln. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben eine neue Weiterbildungsordnung, die unterscheidet zwischen den kognitiven und Methodenkompetenzen, das ist also das Wissen, und der Handlungskompetenz, die man erwarten muss, auch in der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin. Und wir wollen jetzt mit der neuen Weiterbildungsordnung, die jetzt seit 2018 besteht, eben klar machen, dass am Ende jemand stehen muss, der selbstverantwortlich etwas durchführen kann. Und da gibt es eben die unterschiedlichen Kompetenzblöcke und Kompetenzen, die dort Erwähnung finden, auf die ich jetzt im Wesentlichen nicht näher eingehen möchte. Zusätzlich bauen die Fachgesellschaften gerade sogenannte Kursbücher oder fachlich empfohlene Weiterbildungspläne auf, in denen dann nochmal stärker erklärt werden soll, was denn eigentlich die Kompetenz Intensivmedizin heißt. Also, dass man Volumen- und Flüssigkeitsgaben machen muss, dass man entsprechende Grundlagen behandeln muss, dass man Analgosedierung beim intensivmedizinischen Patienten können muss, welche atemunterstützenden Maßnahmen. Das heißt, anders als vorher, wo die Weiterbildungsordnung eine halbe Seite lang war, ist die Weiterbildungsordnung jetzt ein kleines Lehrbuch geworden, wo klar gemacht wird, was man als Intensivmediziner können muss. So würde so etwas aussehen. Das ist der entsprechende fachliche Weiterbildungsplan, den wir mit den Anästhesisten und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie entwickelt haben im Bereich Westfalen-Lippe, wo man eben wieder durchgeht und sagt, okay, am Ende muss der Arzt es selbstständig durchführen können. Ich würde jetzt die einzelnen Blöcke nicht durchgehen, sondern eigentlich glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt den Fragen stellen, die die Kolleginnen und Kollegen haben. Ich habe vorab einen kurzen Einblick gegeben und habe es auch nicht zeitlich überdehnt. Vielen Dank, Dr. Gelle, für diesen tollen, informativen Vortrag. Eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Retrospektiv, was hätten wir als globale Gesellschaft machen können, um die Zahlen der Covid-19-Todesfälle weltweit zu reduzieren? Und sind die jetzt für eine neue Welle gut gerüstet? Ja, also wir hätten sicherlich, das muss man sagen, weltweit gesehen, wenn wir die hohe Konzentrierung, die wir in den Krankenhäusern hatten, mit den hohen Bettenabbauten in den letzten 20 Jahren weltweit, hätten wir mehr Menschen retten können. Also wenn man jetzt in Drittländer sieht und sieht, dass 25-Jährige daran sterben, dass sie keinen Sauerstoff haben, wäre es eine Aufgabe der Weltgemeinschaft meines Erachtens dafür, auch in Gebieten, die nicht so reich sind, entsprechende Versorgungsstrukturen aufzubauen. Wir haben viel, viel Geld ausgegeben, um einzelne Menschen hier in Deutschland individuell bis zum Letzten zu behandeln. Und wenn man ehrlich ist, wenn man dieses Geld genommen hätte und hätte Sauerstoff in dritte Länder gebracht, hätten wir wahrscheinlich Hunderte und Tausend retten können. Das muss man kritischerweise sagen. Und deswegen fordere ich ja auch schon eigentlich die ganze Zeit, dass man die Impfung quasi freigibt, beziehungsweise den Patentschutz für die Impfungen auch zumindest für eine gewisse Zeit aussetzt, damit weltweit genügend Impfstoff produziert werden kann. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir zurzeit uns vor Corona, auch vor der neuen Welle, schützen können.
Vielen, vielen Dank noch einmal für Ihren Vortrag, Dr. Gehle, und auch für Ihre Antwort. Dankeschön. Als nächstes begrüßen wir unseren zweiten Referenten, Herrn Dr. Lami Abu Aisha, Facharzt für Anästhesie in St. Marien Krankenhaus Lünen. Kollege Abu Aisha wird uns über die Vorteile sowie die Voraussetzungen zum Erlangen der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin in Deutschland erzählen. Sie haben das Wort. Ja, Assalamu alaikum. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Und kul am wa antum bkhair fürs Opferfest wünsche ich euch auch. Ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm sehen. Ja, wir können es sehen, ja. Super. Also erstens stelle ich mich vor. Mein Name ist Rami Abu Aisha, Facharzt für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin am Klinikum Lünen tätig. Nach Deutschland kam ich 2012, da habe ich meine Weiterbildung für Anästhesiologie am Klinikum Stadt Soest erst angefangen. Nach knapp 4 Jahren habe ich dann nach St. Marien Hospital in Lünen gewechselt. Seitdem bin ich noch dort. 2017 habe ich die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin erworben. Den Facharzt habe ich dann 2018 dann gemacht. Und die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin habe ich dann auch 2020 gemacht. Und aktuell geht es dann weiter, hoffentlich dann mit Schmerztherapie irgendwann noch. So, was ist Intensivmedizin? Ich danke der Dr. Gehle für seinen Vortrag. Der hat auch viel über die Geschichte, auch schon einen großen Teil, was ich auch erzählen wollte in meinem Vortrag. Ich habe eigentlich so um die 4. Stunde Zeit und 20 Folien. Das heißt, ich habe weniger als 1 Minute für jede Folie. Intensivmedizin ist keine Raketenwissenschaft. Ich kann mich daran erinnern, während meinem Studium, ich war nur einen einzigen Tag auf einer Intensivstation, leider. In diesem Tag, das war alles fremd, viele Geräte, viele sehr kritisch kranke Patienten, beatmete Patienten. Man hat kaum was mitbekommen. Und dieses Bild möchten wir ändern. Wir müssen auch die Medizinstudenten auch erzählen, was ist Intensivmedizin. Wir möchten das noch näher bringen und vereinfachen, damit sie auch dieses Fachgebiet auch noch interessant finden und auch die Weiterbildung Intensivmedizin auch machen. So, ich werde über Intensivmedizin im Allgemeinen sprechen. Was ist Intensivmedizin? Die Voraussetzungen für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, das werde ich jetzt überspringen. Das hat der Dr. Gehle auch ausführlich besprochen. Die Aufgaben und Fähigkeiten des Intensivmediziners, die Ausstattung, was gibt es für Ausstattung, Geräte auf der Intensivstation? Und wenn die Zeit auch noch das hergibt, dann werde ich ein paar Worte verlieren über Fachkunde, Rettungsdienst, Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und Luftrettung. Die Intensivmedizin oder die Intensivstation. Was ist die Intensivstation? Das ist ein Platz, eine Station, wo die Intensivüberwachung und Intensivbehandlung von Patienten, deren Vitalfunktionen und oder Organfunktionen in lebensbedrohlicher Weise gestört ist. Oder sind. Und das ist wichtig. Diese Patienten sind kritisch krank, haben eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und die Aufgabe des Intensivarztes ist, diese Patienten zu unterstützen, die Vitalfunktionen und Organfunktionen zu aufrechtzuerhalten und unterstützen bis zur Besserung und Verlegung auf der Normalstation. Und das unterscheidet die Intensivstation aus einer peripheren Station. Die Schwere der Erkrankung. Ein Patient mit einer Pneumonie, mit einer leichten Pneumonie, kann auf einer Normalstation behandelt werden. Ein Patient mit einer schweren Pneumonie könnte eventuell eine nicht-invasive Beatmung brauchen, eine invasive Beatmung brauchen, viel Sauerstoffzufuhr. Die High-Flow-Sauerstofftherapie, das gibt es auch jetzt, das war auch durch die Covid-Zeit auch deutlich verbreitet. Und das gibt es auf einer Intensivstation und nicht auf einer peripheren Station.
diese Ausrüstung und Geräte, viele, da werde ich auch jetzt viel über die Geräte und Ausrüstung, der, was auf einer Intensivstation vorhanden ist. Die Pflegekräfte ist für die Intensivstation oder auf einer Intensivstation arbeiten viele Pflegekräfte, die die Fachweiterbildung als Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin gemacht haben. Das ist eine zweijährige Fachweiterbildung nach der dreijährigen Ausbildung als Krankenpfleger oder Krankenschwester. Es gibt auch eine Mindestanforderung an der Zahl dieser Fachkrankenpflege auf die Intensivstationen. Die erste, genauso was der Dr. Gehle gerade erzählt hat, also seit 2018 gibt es auch eine Mindestanforderung an Ärzte, die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin haben. Sonst wird die Komplexpauschale auf der Intensivstation nicht bezahlt. Und das ist eigentlich gut. Wir möchten auch, dass viele kompetente Leute, die auch die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin auch noch haben. Den Weiterbildungsordnung, der seit Juli 2020, da werde ich überspringen. Das hat der Dr. Gehle auch schon erzählt, ausführlich. Was sind die Aufgaben von einem Intensivarzt? Wie gesagt, der Intensivarzt soll die Stabilisierung und Behandlung kritisch kranker Patienten, die sich in einer lebensbedrohlichen Situation befinden, das soll er beherrschen, bis zur Besserung und Verlegung auf der Normalstation. In Notfällen, und das ist auch nicht selten auf einer Intensivstation, empfiehlt sich immer erstens Ruhe bewahren und zweitens immer nach einem Schema arbeiten. ABCDE-Schema ist ganz einfach, kennen alle. Und wenn man nach ABCDE-Schema arbeitet, da kann man den Notfall komplikationslos und ganz ruhig abarbeiten. Jetzt werde ich kurz erzählen, was gibt es auf einer Intensivstation für Verfahren und Entschuldige? Okay. Was gibt es auf einer Intensivstation für Verfahren und was gibt es für Geräte und so weiter? Erstens die Intubation. Viele Kollegen, insbesondere die Nicht-Anästhesisten, haben viel Respekt vor einer Intubation. Ich werde euch beruhigen. Wir Anästhesisten haben auch viel Respekt vor einer Intubation. Wir haben es nur leichter, wir haben es öfter ausgeübt. Wir haben es öfter in OP durchgeführt. Aber wir haben auch genauso viel Respekt vor einer Intubation. Seit einigen Jahren gibt es auch nicht die konventionellen Laryngoskop mit dem Macintosh-Spatel. Es gibt seit einigen Jahren Videolaryngoskope mit dem Monitor. Da kann man sehr gut die Stimmbänder, Epiglottis sehen. Die Lernkurve ist mit dem Videolaryngoskop ist auch deutlich schneller. Man lernt die Intubation deutlich schneller mit dem Videolaryngoskop. Das ist auch jetzt mittlerweile sehr verbreitet in den Rettungsmedizin, auch auf den Notfall, auf der NF und Notarztwagen. Die Koniotomie, Notkoniotomie oder die Tracheostomie. Die Tracheostomie wird meistens auf einer Intensivstation durchgeführt. Und der Zweck ist halt bei länger beatmeten Patienten die Analgesidierung besser zu reduzieren, den Patienten besser wach werden zu lassen, Mundpflege besser durchzuführen. Koniotomie sollte man auch lernen. Das wird aber relativ selten durchgeführt. Beatmung und Ventilation. Es gibt viele Beatmungsgeräte, es sieht alles furchtbar aus, wenn man das alles anguckt, aber es ist relativ einfach, wenn man das lernt. Man muss nur die Basis lernen und dann kann man auch fast alle Geräte ganz leicht bedienen. Man soll ja nicht invasive Beatmung lernen, invasive Beatmung lernen. Die Beatmungsformen teilen sich hauptsächlich in druckkontrollierte und volumenkontrollierte Beatmung. Und wenn man das beherrscht, dann kann man auch fast jeden Beatmungsgerät bedienen.
Bronchoskopie wird auch relativ häufig auf einer Intensivstation durchgeführt, wenn zum Beispiel ein Patient eine Ekthase hat durch Sekretverlegung. Da kann man auch die Sekret absaugen durch ein Bronchoskop. Man kann auch Mikrobiologie und Biologie abnehmen. Auch bronchoalveolare Lavage muss man auch durchführen. Das alles mit dem Bronchoskop ist relativ einfach, das man auch relativ einfach lernen. Herz- und Kreislaufsystem. Es gibt viele operative Untersuchungen für den Herz- und Kreislaufsystem, damit man den Herzrhythmus überwacht. Mit dem EKG zum Beispiel, das wird durchgehend der Patient wird durchgehend am Monitor angeschlossen. Die ganzen operativen Untersuchungen mit TTEs, DEEs, den Pico-Katheter, um die Herzzeitvolumen zu messen, das hat weitgehend den pulmonales Katheter teilweise ersetzt. Es wird aber weiter noch benutzt im pulmonales Katheter für bestimmte Indikationen. Hier möchte ich aber auch noch was sagen. Es gibt so viele operative Untersuchungen auf einer Intensivstation. Das ersetzt aber nicht die klinische Untersuchung. Die klinische Untersuchung bleibt immer das Wichtigste und das Einfachste und das Schnellste, was man auch bei einem Patienten durchführen kann. Deswegen, also man soll ja, die operative Untersuchung ist zur Unterstützung des Arztes und das ist nicht das A und O. Das A und O ist die klinische Untersuchung. Vasopressoren, die werden auch relativ häufig auf einer Intensivstation benutzt. Deswegen soll ein Intensivarzt Kenntnisse mit den adrenergischen Rezeptoren haben und die Vasopressoren, an welche Rezeptoren arbeiten die, das muss man halt lernen. Analgosidierung, und das finde ich auch schon in die deutsche Sprache, das in einem Wort ist Analgesie und Sedierung, das ist Analgosidierung und die gehören beide meistens zusammen. Kenntnisse in Hypnotika, Kenntnisse in Opioide und Muskelrelaxantien soll ein Intensivarzt auch haben. Reanimation, das kommt auch nicht selten vor auf einer Intensivstation. Es gibt von der European Resuscitation Council eine Leitlinie, die wird alle 5 Jahren, glaube ich, veröffentlicht. Aktuell ist die von 2021 veröffentlicht. Es war eigentlich geplant, glaube ich, 2020, aber durch die Corona-Pandemie hat sich verspätet die aktuelle Leitlinie. Wie kann man auch diese aktuelle Leitlinie über die Seite von der European Resuscitation Council lesen? Kenntnisse in Flüssigkeitstherapie, Säure-Basenhaushalt und Elektrolyte, das sollte man auch haben. Momentan gibt es diese BGA-Geräte, Point-of-Care-Geräte, die man kann relativ schnell innerhalb 2 Minuten eine BGA von einem Patienten abnehmen und dann dementsprechend handeln. Deswegen sollte man das auch kennen. Nierenfunktion und Dialyse. Dialyse muss nicht immer in einem Dialyse-Zentrum durchgeführt werden. Bei kritisch kranken Patienten, die können auch die Dialyse am Patientenbett erhalten. Diese Dialysegeräte sind portable sozusagen, die sind verschiebbar, die kommen dann nur zum Einsatz, wenn die gebraucht werden. Dafür braucht man spezielle Venenzugänge, zum Beispiel Schildkatheter. Das lernt man aber auch auf einer Intensivstation. Leberfunktion und Leberdialyse, da muss ich sagen, das ist spezielle Zentren vorbehalten. Leberdialyse, das gibt es nicht in jedem Krankenhaus. Das gibt es auch, glaube ich, nicht in jedem großen Krankenhaus, nur in speziellen Zentren. Und da bin ich auch leider raus, da habe ich auch nicht viel Ahnung von Leberdialyse. Ernährung, enterale und parenterale Ernährung. Zum Beispiel die parenterale Ernährung. Jetzt seit
einigen Jahren gibt es auch diese fertige Beutel. Das ist relativ einfacher als vorher zu berechnen, die Proteine, Glucose und Fettgehalte. Das kann man meistens benutzen, nicht immer. Da kann man auch immer dazu die Vitamine und Spurenelemente noch dazu geben. Enterale Ernährung, das geht durch eine Nasensonde. Die Sonde endet dann entweder im Magen oder im Dünndarm. Und darüber kann man den Patienten ernähren. Bluttransfusion und Gerinnungstherapie. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema auf einer Intensivstation. Auf einer Intensivstation wird relativ häufig Blutkonserven gegeben. Und das ist hier in Deutschland eine Aufgabe des Arztes. Und das ist auch richtig so, weil ein Fehler kann tödlich enden. Deswegen ist das auch eine Aufgabe des Arztes. Last but not least sozusagen Mikrobiologie und Antibiotika. Auch jetzt durch die Corona-Pandemie hat man auch gelernt, dass man auch nicht nur Viren, sondern auch Bakterien kennen muss. Man muss auch sich kennen mit Antibiotika, wie man diese Viren oder diese Bakterien dann behandelt. Ein großes Thema ist Sepsis. Es gibt so eine sogenannte Tarragona-Strategie bei Antibiotika. Know your patient. Man sollte den Patienten kennen, was für Vorerkrankungen er hat, was für Risikofaktoren er hat. Man sollte sein Krankenhaus kennen, seine Umgebung, welche resistente Keime dort gibt. Get hard and early, frühzeitig die Antibiotika geben, erst anfangen. Get to the point, man muss die richtige Dosis dann geben und nicht introduzieren die Antibiotika. Und dann Fokus. Wenn man den Antibiogramm hat, dann sollte man die Antibiose umstellen nach Antibiogramm. Wichtige Erkrankungen, das sind häufige Erkrankungen auf einer Intensivstation, was wir relativ häufig sehen, Pneumonie, Herzinfarkt, Lungenembolie, Sepsis, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ein großes Thema, wird auch meistens in den Prüfungen zur Weiterbildung Intensivmedizin wird meistens gefragt. Delir, Hirntod und Organspende, Hirntod, Organspende, das ist auch speziell für die Intensivmedizin. Da muss man sich ausgehen in solchen Themen. Jetzt bin ich hier fertig mit meinem Teil Intensivmedizin. Habe ich noch Zeit oder ist das schon genug? Du kannst weitermachen. Du hast noch 5 Minuten, 3 bis 5 Minuten. Dann nur ganz kurz, 2, 3 Minuten über die Notfallmedizin. Bei uns in Nordrhein-Westfalen, man kann auch Notarztwagen fahren, wenn man den Fachkunde-Rettungsdienst hat. Davor muss man den 80-Stunden-Kurs, Notarztkurs machen und dann noch 10 lebensrettende Einsätze unter Anleitung eines erfahrenen Notarztes durchführen. Und dann kann man beantragen für den Fachkunde-Rettungsdienst. Und dann kann man mit dieser Fachkunde in den Notarztwagen fahren. Es gibt aber auch die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin. In einigen Bundesländern, man kann erst Notarzt fahren, nur wenn man die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin hat. Und das sind dann 24 Monate Weiterbildung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung im stationären Bereich. Davon 6 Monate Intensivmedizin plus der 80-Stunden-Kurs plus 50 auch lebensrettende Einsätze unter Anleitung. Und wenn man das hat, dann kann man auch die Prüfung Notfallmedizin beantragen und ablegen. Ich empfehle tatsächlich jeden, der Notarzt fahren möchte oder Notarzt fährt, die Prüfung, die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin zu machen. Man lernt halt viel, wenn man diese Prüfung macht.
die Prüfung ist nicht schwer, aber man profitiert sehr, sehr viel, wenn man noch mehr lernt für die Prüfung. Die Luftrettung, wenn man auch in der Luftrettung auch tätig sein möchte, es gibt ca. 70 Stationen, Luftrettungsstationen in Deutschland mit über 100.000 Einsätzen pro Jahr. Die Luftrettung, die haben auch Primär- und Sekundäreinsätze, die fahren direkt auch zum Einsatzort und behandeln primär den Patienten. Manchmal werden die dann als Sekundärtransport gefordert. Jetzt in der Corona-Pandemie haben wir auch das häufig gesehen, dass viele Corona-Patienten von A nach B relativ weite Strecken mit dem Hubschrauber dann transportiert wurden. Das war auch sehr sinnvoll, dass auch einige Gebiete nicht überlastet werden. Letztendlich würde ich sagen, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Auch wenn ich, wenn es nicht so aussieht, dass es nicht so, weil ich jetzt erschöpft bin, ich lächle ja nicht, aber nach dem Einsatz. Aber das ist, macht Spaß und man soll mal was machen, was Spaß macht. Und dann wird man auch sein Bestes geben und wird man auch die Patienten gut betreuen. Deswegen, ich würde euch sagen, jeder soll machen, was man möchte, was man liebt. Anästhesiologie ist ein sehr schönes Fachgebiet. Man hat viele Möglichkeiten. Man kann auch in den Notfallmedizin gehen, man kann in den Intensivmedizin gehen, in den Schmerztherapie, im OP bleiben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Anästhesie ist ein sehr schönes Fachgebiet. Wir brauchen halt auch, dass unsere Kollegen in unserem Land, in Jordanien, das zu vermitteln, weil leider in unserem Land Anästhesie ist noch nicht so beliebt wie in Deutschland. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, Herr Kollege Abouaishi. Sie haben uns sehr wichtige Informationen mitgeteilt. Und auch, wie wir schon wissen, hat die Corona-Pandemie uns gezeigt, dass die ganze Welt, nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, noch mehr Intensivmediziner braucht. Allerdings haben nicht alle Länder einen gereiften Weiterbildungsplan wie hier in Deutschland. Wie stellt sich die derzeitige Situation aus Ihrer Perspektive dar? Was kann man dagegen tun und wie kann man die Situation verbessern? Ich denke, was auch vorher der Dr. Gehle gesagt hat, die Weiterbildung Intensivmedizin, das bringt halt sehr viel weiter. Wenn das in vielen Ländern durchgeführt wird, dann wird die Betreuungsqualität noch deutlich verbessert werden. In Deutschland gibt es noch eine Info, seit ungefähr einigen Monaten, noch nicht ein Jahr, so glaube ich 6 Monate, die European Society of Anesthesiology hat sich, die Name hat sich geändert zu European Society of Anesthesiology and Intensive Care, weil ebenfalls, wie der Dr. Gehle gesagt hat, die meisten Anästhesisten sind halt auf Intensivstationen, die meisten Ärzte auf Intensivstationen sind Anästhesisten, ca. 70%. Deswegen hat eine Durchführung von einem Weiterbildungsplan für die Intensivmedizin ist wichtig. Und das soll halt mehr verbreitet in allen Ländern, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne zu unserem nächsten Gast des heutigen Abends übergehen. Herr Dr. Ali Awad, ich begrüße Sie. In Ihrem Beitrag heute werden Sie sich zu der Entwicklung von Behandlungsstrategien für COVID-19-Fälle in Deutschland über die Zeit äußern. Ein sehr wichtiges Thema, das für alle interessant ist. Ich erteile Ihnen hiermit das Wort. Ich sage Assalamu alaikum, erstmal Walaam Tubikir. Also, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie live aus Sudan begrüßen unter dem Namen von Dr. Gehle und Dr. Abouaishi. Ich bin Dr. Awad, die Leitende Oberarzt in Notfallmedizin, Notarzt in Elbingen. Ich bin Facharzt in Anästhesie, habe ich die Zusatzbezeichnung Intensiv-Palliativmediziner.
hatte ich viel Erfahrung mit Druckkammer oder die Hyperbarmedizin. Hatte ich dann angefangen in Monau und hier habe ich viel Erfahrung gesammelt in Ägypten. Also es geht los. Unser Team, auch die Intensivmedizin jetzt in Deutschland. Also was hat das mit unserer Corona-Krise vorher und nachher? Das hatte ich das mit erste meiner Auftrag. Das heißt, die hatten in Deutschland 22.000 Intensivmittel mit dem Beatmungs. Wo hat das nach Corona-Zeit, das gestiegen ein bisschen ungefähr bei 28.000. Und was wollte ich das denn heute ein bisschen zu Ihnen mitteilen? Nicht die Therapieerfahrung mit dem Covid, die hatte ich dann einfach mehrere Studien nachrecherchiert und die habe ich das aufgepasst mit der ganzen Therapieerfahrung, mit der ganzen Beatmungs, mit den NEF, den High Flow, mit den Bauchlage, was war denn interessante Studie, was war in New York, die hatten eine Studie auf die 13.000, wo war das denn, und die beatmete Patienten, die waren schon 3%, die ist mit dem Beatmungs ist gestorben. Wo hat das die 72% nach langer Zeit beatmet, war schon die Entlassung. Wo war das die unterschiedlich mit dem High Flow und die Bauchlage? Wo hat man das ein bisschen besser. Jetzt geht es weiter Richtung ECMO, der Kollege Dr. Gielig, die kann ein bisschen mehr erzählen, meine Erfahrung nur in Ulm, was haben wir das überlebt und jetzt endlich ist das die wichtige Punkt, denn meine Fachrichtung, also den HBO, das heißt die Hyperbar Sauerstofftherapie unter dem Namen von Druckkammertherapie, was ist in Deutschland sehr gut bekannt. Also wir hatten in Deutschland 30 Druckkammer. Wo ist das von 30 Druckkammer? Wir hatten 10 Druckkammer. Wo ist das denn 24 Stunden Bereitschaft? Also eigentlich, das ist zum Thema die Covid-Krankheit. Das ist neu. Wo sagt man das mit den Erfahrungen? Wir haben bis jetzt keine richtige Studie fertig. Wir sind jetzt gerade dabei. Aber ich darf das jetzt, wie gesagt, das ist einfach unsere Studie langsam, das Erzählen zum Thema Post-Covid-Lungenfibrose mit den Sauerstoffbeatmungs. Unter den HBO, was haben wir das gesammelt, die Erfahrung, wo war das in Ägypten mehr und in Deutschland. Wir hatten in München jetzt angefangen, seit 6 Monaten und dann, das war das gute Ergebnis und wir sind jetzt gerade dabei. Also klar, das ist die kurz zu sagen zu Thema den HBO, was ist die Indikation, was ist die Notfallindikation, da sage ich, dass die bei der Notfallindikation, wir hatten das die Nummer 1, das ist die wichtige Indikation, das ist die CO, Toxicity. Wir hatten das Ding klar, das ist die Tauchunfälle, wir haben die Gasbrand, wir haben das die, das war die, das ist bei der Notfallindikation klar, dass wir hatten auch die wichtige Indikation, das ist die Diabetik-Fuß. Wir hatten auch die Richtung Crash-Verletzung oder die, sage ich, den PVK in die Richtung. Und was war das die wichtige Indikation von die
von der HPO-Therapie. Das ist tatsächlich jetzt, ist das jetzt mein Auftrag. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Auert. Sie haben uns einen sehr interessanten Beitrag vorgeteilt. Und Sie haben uns auch auf neue Behandlungsmethoden für Covid-19 aufmerksam gemacht. Und hiermit beenden wir den ersten Teil unserer Veranstaltung.